in einer Art von WG gewohnt mit anderen Leuten. Eine hat ein Praktikum bei der Deutschen Botschaft gemacht, eine war bei der GIZ. Und wir haben uns halt jeden Abend so zum Abendessen getroffen und dann irgendwie da unsere Probleme besprochen. Und ich habe einen sehr, sehr guten Freund da kennengelernt aus Hamburg, der auch über Kulturwald, allerdings 600 Kilometer weiter nördlich war. Und mit dem konnte man sich dann wirklich austauschen. Und also das, ich glaube, der hat mir da wirklich geholfen.